Hallo! Heute eine etwas andere Location. Und zwar bin ich gerade für eine Woche bei meinen Eltern. Und ich dachte, es wäre die perfekte Option, nein, Möglichkeit, euch zu zeigen, was ich so mit auf Reise nehme. Und ich fange mal an mit meiner Hautpflege. Und zwar habe ich zwei kleine Beutelchen immer dabei. Ich fange mal mit diesem hier an. Den habe ich aus, was war denn das? Aus einer MAC LE von vor 2 Jahren. Das war diese Winter Snow White. Nee. Naja, diese Winterkollektion. Da hatte ich ein paar Sachen gekauft und dieses Täschchen ist eigentlich ziemlich praktisch fürs Reisen. Morgens, nachdem ich dann mein Gesicht wasche und so weiter, benutze ich immer von Clinique den, beziehungsweise das All About Eyes Depuffing Eye Serum. Das kommt hier mit so einem, wie nennt man das? Mit so einem kühlenden Roller, so einem Roll-On. Und das gebe ich mir einfach unter die Augen. Ist vielleicht auch so ein Produkt, was einem eher das Gefühl gibt, es tut irgendwas, obwohl es nicht wirklich was tut. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag das, weil das ist halt kühlend und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil meine Augen morgens immer etwas geschwollen sind. Wenn ich das raufgebe, kühlt es halt und nimmt das so ein bisschen zurück. Ach, ja gut, ist halt so ein Gimmick-Produkt, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich von Clinique auch die Feuchtigkeitsemulsion. Das gehört zu diesem Drei-Phasen-System. Nummer 2 in Richtung Toner ist das schlimmste Produkt auf der Welt, deswegen benutze ich das für mich jetzt nicht. Aber diese Emulsion, davon habe ich jetzt aber keine Full-Size, die benutze ich halt immer, wenn ich unterwegs bin, um meiner Haut nach der Reinigung Feuchtigkeit zu spenden. Dann habe ich 2 Serien dabei, die besitze ich jetzt aber nicht in Full-Size. Und zwar einmal das Hydrating Serum von Dafin. Dafin-Produkte verwende ich ja auch außerhalb meiner Reisen. Und ich verlinke euch da mal was unten, wo ihr das bekommen könnt. Ich finde da Fernprodukte absolut toll. Das Serum benutze ich meistens morgens. Und dann habe ich von La Mer so eine Luxusprobe. Ich glaube, die bekam ich mal, als ich die Creme de La Mer bekommen habe. Und das ist auch ein Serum. Ich kann dazu jetzt zu den beiden Serien nicht wirklich was sagen, da ich ja normalerweise andere benutze. Aber ich kann nicht immer diese riesengroßen Flaschen überall mit hinschleppen. Deswegen habe ich die beiden, aber die gefallen mir auch gut. Ein Produkt, was ich mir auf jeden Fall als Full-Size kaufen möchte, denn ich finde es absolut wundervoll, ist auch von Dafin die Hydrating Kiwi Mask. Ich habe eine ganz schlimme Kiwi-Allergie, aber ich glaube in Cremes stört es meine Haut jetzt nicht so sehr. Die benutze ich abends immer. Und ja, leider ist sie jetzt wirklich leer. Also ich glaube, einmal kann ich sie noch benutzen, dann ist vorbei. Aber die werde ich mir auf jeden Fall nochmal in der großen Größe kaufen. Die ist wirklich ein Traum. Und ganz normal als Feuchtigkeitspflege, die benutze ich aber auch zu Hause immer. Also in Full Size ist von Good Skin Labs die X10-10 Creme. Das ist ja eine jugenderhaltende Feuchtigkeitspflege, die ja einfach ganz viel Feuchtigkeit spendet, das Gesicht so ein bisschen mehr glowy macht, also es hat so ein bisschen was in Schimmer, aber ganz subtil. Die riecht toll, die ist super, ich liebe sie und meine Full Size ist leider auch bald leer. Aber gut, auf Reisen habe ich halt dieses kleine Monster dabei. Weil ich auch noch, nachdem ich jetzt bei meinen Eltern bin, noch zu einer Freundin weiter verreise, habe ich Shampoo dabei. Normalerweise nehme ich ja das von meinen Eltern, da brauche ich ja nicht mein eigenes. Aber ich habe hier, weil ich könnte das von meiner Freundin nehmen, also egal. Ich bin der Meinung, ich müsste Shampoo mitnehmen, man weiß ja nie, was passiert. Deswegen habe ich von Aujon das Dry Recovery, einmal der Hydrating, beziehungsweise das Hydrating Shampoo und der Hydrating Conditioner. Aujon habe ich auch in Full Size, gibt es bei QVC. Ist halt ein Produkt, was mit sehr vielen Ölen arbeitet und wer von euch lange Haare hat, die auch wie bei mir unten durchaus zur Trockenheit neigen, kann ich euch Aujon Produkte wirklich empfehlen. Ich habe auch ein paar Haaröle davon. Ich verlinke euch das mal in der Infobox.
Dann ist auch mein erstes kleines Täschchen leer. Wandern wir zu meinem pinken Täschchen. Das ist übrigens von Clinique. Das habe ich auch mal in einem Set gekauft. Dann habe ich ja quasi meine ganzen Pflegeprodukte auf mein Gesicht aufgetragen. Und dann benutze ich immer, und das benutze ich wirklich, also das ist für mich das perfekte Produkt überhaupt. Und zwar ist das von Origins, das Weitersing. Das ist keine getönte Feuchtigkeitspflege, das ist aber auch keine BB-Creme oder irgendwas. Ich finde, es ist sehr schwierig zu beschreiben, denn es hat eine weiße Konsistenz mit so Granulaten und man massiert es in die Haut ein und dann passt es sich der Hautfarbe sehr gut an und nimmt halt alle Rötungen, Unebenheiten weg. Also das ist so ein, also von meiner Meinung nach ein einzigartiges Produkt. Das benutze ich immer, bevor ich meine Foundation oder was auch immer auftrage. Ich habe auch von Estée Lauder. Das ist ja das Daywear Sheer Tint Release. Das ist im Endeffekt selbes Prinzip. Meiner Meinung nach, wenn man ölige Haut hat, sollte man eher Origins benutzen, weil das doch ein bisschen reichhaltiger ist. Also ich habe trockene Haut, deswegen variiere ich da, je nachdem, worauf ich Lust habe. Ich mische aber auch sehr gerne mein Weitersing mit meiner BB-Creme, denn entweder trage ich BB-Creme oder Foundation, je nachdem, was ich möchte. Und man erreicht ein super schönes Ergebnis, diese beiden zusammen. Das ist so ein kleiner Tipp, probiert das mal aus. Meine BB-Creme ist derzeit die Dior Skin Nude BB-Creme in der Farbe 002. Gefällt mir super gut, passt sehr gut zu meinem Hautton derzeit. Gibt mir nicht zu viel Deckkraft, aber auch nicht zu wenig, also genau die richtige Konsistenz. Und mit der in Kombination hat man auch noch eine super schöne Feuchtigkeitsbasis. Vor allem bei trockener Haut ist es sehr, sehr zu empfehlen. Und dann habe ich noch zwei Produkte dabei, die ich jetzt anfangen möchte zu tragen. Und zwar ist es aus dieser Pore Refining Solutions Reihe von Clinique einmal das Correcting Serum und der Stay Matte Hydrator. Das sind beides Produkte gegen vergrößerte Poren. Wenn ihr das nicht habt, seid froh. Ich habe das leider hier vorne. Es stört mich total. Deswegen alles, was mit minimierenden Poren, weniger Poren, glatteres Hautbild, ihr wisst, was ich meine, zu tun hat, ich kaufe es. Also da habe ich voll den Tick. Deswegen habe ich auch das hier. Die sind beide noch unbenutzt, weil ich eigentlich noch auf ein anderes Produkt warte, was ich bestellt habe. Bla bla, lange Geschichte. Ich werde jetzt aber, glaube ich, aufmachen und anfangen zu probieren, weil ich bin super gespannt. Ich habe viel Gutes drüber gelesen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie die sich verhalten. Ich glaube, ich habe so schnell gesprochen. Es tut mir total leid. Ich muss aber gleich los und ich wollte das unbedingt filmen, weil das Wetter ist so schlecht. Und ich habe kein Licht und das war jetzt gerade so kurz der einzige Moment, wo ich dachte, okay, man könnte mich sehen. Und dann benutze ich natürlich abends, hätte ich vielleicht auch irgendwie vorher zeigen sollen, egal, von MAC den Gently Off Eye and Lip Makeup Remover. Das ist aus einem Zwei-Phasen-System, nimmt mir wirklich sofort mein Augen-Make-up weg und sehr starken Lippenstift auch. Kann ich wärmstens empfehlen. Wie man sieht, ist der ja auch schon fast leer. Ja, das ist ein absolutes Lieblingsprodukt von mir. Und bevor ich dann mein Gesicht wasche, nehme ich ja nochmal den Rest erstmal ab. Und zwar habe ich da die Balea-Reinigungstücher. Die vertrage ich sehr gut. Alles andere habe ich, glaube ich, auch in meinem Aufgebraucht-Video erzählt oder so. Vertrage ich ja überhaupt nicht. Deswegen habe ich diese hier. So. Okay, jetzt sind beide leer, beziehungsweise sind hier noch Schmerztabletten drin, aber okay. Beide sind leer. Das ist das, was ich auf Reisen mit mir mitschleppe. Ich habe jetzt natürlich noch kein Make-up und keine Haarprodukte gezeigt. Ich schaue mal, wie lang das Video wird. Entweder kommt es noch in dieses Video oder ich mache einen zweiten Teil und zeige euch da, was ich so an Kosmetik bzw. dekorativer Kosmetik mitnehme. Irgendwas passiert gerade im Hintergrund. Ich gehe. Also, habt noch einen schönen Tag. Es regnet. Ich bin völlig deprimiert. Au, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh Gott.
Okay, und das Porn. Nein. Und dann habe ich noch zwei Produkte dabei, die ich jetzt eigentlich anfangen möchte zu probieren. Also zu anfangen. Hä? Das hat doch keinen Sinn. Wisst ihr was? Ich lasse es jetzt einfach so. Und. Ja, nein, das lasse ich nicht.